Zu Wort gebracht ist der Abgeordnete Belakovic. Herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Außenminister, Hohes Haus. Bevor ich zu meiner Rede komme, darf ich recht herzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burgenländischen Landwirtschaftskammer begrüßen. Ich freue mich, dass unsere Mitarbeiter hier sind. Und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl im neu renovierten Parlament. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren unter anderem das Rahmenabkommen über eine umfassende Partnerschaft und Zusammenarbeit der Europäischen Union und dem Königreich Thailand. Es hat ein Kooperationsabkommen in der Vergangenheit gegeben, aus dem Jahre 1980. Und das hier ist jetzt das erste bilaterale Abkommen zwischen der Europäischen Union und Thailand. 2004 gab es eine Ermächtigung der Europäischen Kommission, eben ein derartiges Rahmenabkommen zu schaffen. Es sind mehrere südostasiatische Länder hier dabei, nämlich Thailand, Indonesien, Singapur, die Philippinen, Malaysia und auch Brunei. Und es zeigt schon, was für ein wichtiger Raum das ist, ein wirtschaftlich starker und wichtiger Raum. Und daher ist es sinnvoll, dass es hier eine Kooperation gibt. Dieses Abkommen mit Thailand wurde 2013 bereits paraffiert, dann kurzfristig ausgesetzt. Und letztendlich wurden 2021 die Verhandlungen wieder aufgenommen und 2022 beschlossen. Die Ziele: Es soll der politische Dialog intensiviert werden zwischen der Europäischen Union und Thailand. Und auch wenn diese Regionen weit weg sind, besuchen viele Österreicherinnen und Österreicher diese Länder, also aus touristischem Interesse ist es da, aber aus vielen anderen Gründen ist es sinnvoll, den Dialog mit diesen Regionen zu führen in einem strategisch wichtigen Raum. Es soll der Handel gefördert werden und auch die Investitionen. Und die Wirtschaftsbeziehungen sollen auch in Einklang gebracht werden mit Umweltkriterien, mit Nachhaltigkeitskriterien. Daher sind die Themen neben der wirtschaftlichen Frage, finanzielle, kulturelle Zusammenarbeit, insbesondere Fragen des Friedens, der Außen- und Sicherheitspolitik, der Abrüstung, der Menschenrechte. Immerhin, Thailand ist die zweitgrößte Volkswirtschaft im Verband der südostasiatischen Länder. Österreich ist ein wichtiger Partner. Thailand ist der drittgrößte Exportmarkt für Österreich in Südostasien. Und wir haben rund 100 Niederlassungen österreichischer Unternehmen in Thailand. Das heißt, Thailand ist ein wichtiger Partner und Investor. Und ich habe mich auch aus diesem Grunde gemeldet. Eine Delegation aus Österreich war voriges Jahr in Thailand und wir durften das sogenannte Royal Project besichtigen. In diesem Raum Nordthailand, Myanmar bis hin Afghanistan herrscht der Opiumanbau in diesen Regionen. Und 1969 hat der damalige König Bhumibol eine Initiative gestartet, dass die Bergvölker, die dort Opium anbauen, wegkommen von der Droge und halt neue Dinge machen. Und wir durften das Royal Project sehen, das mittlerweile von den Vereinten Nationen unterstützt wird, auch international unterstützt wird. Dort wird jetzt Biolandwirtschaft betrieben, Avocado, Kiwi, Früchte, Gemüse angebaut im großen Stil. Und Thailand sucht mit uns Zusammenarbeit, weil Österreich im Rahmen der Biolandwirtschaft sehr erfolgreich ist, insbesondere auch das Burgenland. Und es war vor einigen Wochen eine thailändische Delegation im Burgenland. Und wir haben sie in der Landwirtschaftskammer im Burgenland begrüßt und sie wollen wissen, wie wir Biolandwirtschaft machen und haben auch Betriebe besucht, einen Weinbaubetrieb im Burgenland und auch einen Ackerbaubetrieb, um zu sehen und dass wir voneinander lernen, auch wenn die Distanzen weit sind. Aber es ist erfreulich, dass unser Know-how und unsere Kompetenz der Landwirtschaftskammer Burgenland, aber insgesamt der Landwirtschaft in Österreich geschätzt wird und wir wollen diese Kooperation auch ausbauen. Herzlichen Dank. Applaus